Also wie bist du auf die Idee von dem Husky Camp gekommen? Ja, wir haben jahrelang mit den Schlittenhunden schon Erfahrung, dass die Kinder sehr positiv darauf ansprechen. Und vor 5 Jahren haben wir das ins Leben gerufen. Eddie Sigrun war von der Stunde null dabei. Und haben wir angefangen, Kinder das Ganze näher zu bringen und das Ganze, wie ihr seht, in einer super, super Naturkulisse auf 1700 Meter. Was war das größte Abenteuer, was du jemals erlebt hast beim Husky Camp? Das größte Abenteuer rein jetzt nur im Husky Camp. Jede Woche mit neuen Kindern ist ein neues Abenteuer. Wir haben riesige Herausforderungen hier in der Natur. Wir haben einen Hochseilklettergarten, wir haben einen Pfeil- und Bogenparcours, wir haben eine Abenteuerfischanlage, wir haben einen Luftgewehrparcours, wir haben GPS, Geocaching. Was gefällt dir am Husky Camp? Was mir sehr gefällt, sind die Hunde, mit denen man sehr spielen kann. Und es sind ja auch 30 Kinder hier, mit denen man auch sehr viel Spaß haben kann. Und die Betreuer sind wirklich nett und ja, es ist einfach das Ganze, das gefällt mir. So. Was macht ihr mit den Hunden? Wir pflegen sie, wir füttern sie und wir spielen mit ihnen, kuscheln mit ihnen, legen, also wir verwenden sie ein bisschen als Polster und ja. Wie kommt es zu der Kriegsbemalung? Gestern hatten wir Lagerfeuer und heute ist halt Asche da gewesen und wir haben mit Asche gespielt und das kommt dabei raus. Was habt ihr schon alles im Camp gemacht? Capture the Flag. Da. Dann waren wir fischen. Wir haben mit den Huskies gespielt. GPS-Wanderung. Lagerfeuer gemacht. Wir waren auf der unter freiem Himmel schlafen. Wie viel schlafen wir in so einem Zelt? In dem Zelt können 7 Personen schlafen. Also in solchen Zelten schlafen 3 und in dem hinten 4. Also laufen 10. Das ist das bequemste von allen. Mädchenzeit.